Hallo zusammen. Saisoneröffnung 2024 am Brombachsee, 8. Juni. Wunderbares Wetter, eine Woche Verspätung aufgrund der ganzen Hochwasserlage, die wir hier hatten, vor allem bei uns in der Nähe. Wie schon gesagt, bestes Wetter. Ich bin gespannt, was geht. Da gibt es heute noch eine Story, die erzähle ich euch, sobald ich auf dem Wasser bin. Habe jetzt wieder eine Dreiviertelstunde gebraucht, um das Boot aufzubauen. Ich werde hier einfach nicht schneller. Wahrscheinlich altersbedingt. Schauen wir mal, was geht. Es ist unglaublich, wie hoch der Pegelstand ist. Da bin ich mal gespannt, was das für eine Auswirkung auf die Basslaune hat. So, auf die eine Rute kommt der bewährte 30 cm Dexter Shad. Fischecho ist heute überwiegend flach. Das ist ganz ungewöhnlich. So Leute, beide Angelruten sind ausgebracht. Wie ihr hinter mir seht, der See liegt wieder wunderbar da, so wie es sich für einen Saisonauftakt
gehört, würde ich sagen. Der See kooperiert. Das sind jetzt natürlich nicht die besten Angelbedingungen. Ja, also die Oberfläche ist einfach zu glatt. Die Gefahr ist groß, dass die Fische die Schnur sehen, dass sie die Störung sehen durch die Schnur. Aber ehrlich, ich bin so froh, endlich wieder auf dem See zu sein. Und mir ist es heute völlig wurscht, ob ich was fange. Wobei ich schon... es ist mir nicht ganz egal. Und zwar hat sich der Rangemaster, den kennt ihr von dem früheren Film, einen riesigen Gasgrill gekauft. Und er hat also ganz freimütig behauptet, dass da auch meine großen Fische drauf passen. Und also ich habe ihn darauf verhaftet, dass wenn ich jetzt hier einen ordentlichen Hecht fange, dass er den auch grillen muss und dann auch für einen Nachtisch sorgen muss. Also die Aufgabe für heute ist, einen Hecht zu fangen, der nicht auf seinen großen Grill passt. Vorher habe ich beim Bäcker noch ein super leckeres Backfischbrötchen gefangen. Kann also nichts schief gehen heute. Und wieder was für die Rubrik Was dazugelernt. Ich habe jetzt meine Ruten gesichert mit einem Gummiseil und einem Karabiner. Das heißt, da kann jetzt nichts mehr unbeabsichtigt über Bord gehen. So, die Bedingungen haben sich ein bisschen gebessert, würde ich sagen. Die Wasseroberfläche ist jetzt nicht mehr spiegelglatt. Wir haben Wind, die Segelboote haben ihre Freude. Bisher lief nichts. Mal sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall bisher Ziel Nummer 1 schon erreicht. Wunderschöner Tag auf dem See. Wetter wird ein bisschen rauer. Aber sonst wäre es ja langweilig. So, irgendwas hat mein Dexter Shed tierisch zugerichtet. Guckt euch mal das an. Schade, dass ich den nicht gekriegt habe. Es zieht zu. Ich gehe jetzt lieber mal Richtung Heimathafen, bevor hier Gott weiß was runterkommt, was nicht im Wetterbericht steht. Das sieht so aus, als ob ich gleich nass werden würde. Hallo Leute, ihr werdet es kaum glauben. Aber unmittelbar, nachdem ich diese Szene gerade eben gedreht hatte, ging die Welt unter. Eine Gewitterfront kam rein mit Sturmböen, die das Wasser aufgepeitscht haben. Ich hatte plötzlich Halbmeter bis Dreiviertelmeter hohe Wellen, gegen die ich ankämpfen musste. Ich hatte das Glück, dass ich gegen die Wellen fahren konnte, sonst hätte ich es im Leben nicht zurück in den Hafen geschafft. Und
Ich habe es gerade so auf die letzte Minute geschafft, das Boot aus dem Wasser zu ziehen, mich ins Auto zu setzen und dann schlugen die Blitze rings um mich ein. Ihr werdet sicherlich weniger an meinen Unwettergeschichten interessiert sein. Was euch wirklich interessiert ist, habe ich noch was gefangen? Und da muss ich euch leider sagen, nein, ich habe nichts mehr gefangen an dem Tag. Und an was lag's? Ganz einfach. Die Sicht unter Wasser war annähernd null. Aufgrund der starken Regenfälle des Hochwassers der letzten Tage war der See so trüb, dass ein Hecht als Sichträuber quasi keine Chance hatte, einen Köder zu finden. Wie ihr gleich bei den Unterwasseraufnahmen der Waterwolf seht, war die Sichtweite bei 60 cm Abstand zwischen Kamera und Köder annähernd null. Und das, obwohl ich einen neongelben, neongrünen, UV-aktiven Wobbler benutzt habe. Und um es nochmal ganz deutlich zu machen, habe ich euch danach ein paar Filmaufnahmen reingepackt aus dem letzten Jahr, damit ihr mal seht, wie der Brombachsee normalerweise im Juni aussieht. Also, bottom line von dem ganzen Thema, ich hatte von vornherein keine Chance, irgendwas zu fangen. Das wäre reiner Zufall gewesen, weil der Hecht als Sichträuber gar keine Chance gehabt hätte, irgendwie den Köder zu finden. Umso erstaunlicher ist es, dass ich trotzdem einen Biss auf meinen Dexter Shad bekommen habe. Also insofern war es dann doch ein erfolgreicher Tag. Zumindest an Erfahrung. So, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal endlich den großen Hecht fange, damit der Rangemaster was zu grillen hat. Macht's gut!